Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Show und diesmal soll es um Lubuntu 18.10 gehen, das vor kurzem rausgekommen ist und eines der spannenderen Releases aus der Ubuntu-Familie darstellt, weil der Wechsel vollzogen worden ist von dem GTK-basierenden LX.de zum neuen Qt-basierenden LX-Qt-Desktop, den wir hier jetzt auch schon sehen können. Und ich habe das Ganze mal jetzt hier in einer virtuellen Maschine laufen und möchte euch die größten Änderungen von LXQt präsentieren und vorstellen auf eben der Basis von Lubuntu 18.10. Und das Erste, was auffällt, ja, wir haben keine Desktop-Icons mehr. Das heißt aber nicht, dass wir keine erstellen können. Wir haben immer noch die Möglichkeit, neue Icons zu erstellen. Wie zum Beispiel hier kann ich eine neue Textdatei erstellen. Wie wir sehen, wird das auf dem Desktop auch dargestellt. Das gibt es. Also keinerlei Probleme. Für die Desktop-Darstellung ist auch wieder der PCManFM zuständig, der allerdings diesmal in der Qt-Variante daherkommt. Den können wir hier gewohnt aus dem Panel starten. Das Panel ist jetzt zwar Qt-basierend, aber das macht ja nichts. Und hier sehen wir unseren Dateimanager. Das ist der gewohnte PCManFM. Diesmal allerdings in der Qt-Version. Wir sehen Version 0.13. Das orientiert sich auch an der LXQt-Version, die wir hier auch sehen können über LXQt. Und dann sehen wir Version 0.13. Das ist also die aktuelle Version, die zumindest hier bei Lubuntu mitgeliefert wird. Ansonsten haben wir die Navigation quasi gleich gelassen wie bei den Vorgängerversionen, also wie bei der LXDE-Version. Wir haben ein Menü. Das Einzige, was neu hinzugekommen ist zu diesem Menü, ist die Möglichkeit zu suchen. Und hier habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, einfach nach dem VLC-Player zu suchen. Und es würde mir dann, wie ihr hier seht, den VLC-Player finden. Ich kann jetzt Enter drücken und dann würde der gestartet werden. Das ist also eine sehr nette Geschichte, wie ich finde, dass man hier auch noch einen Mehrwert hat in der Suche. Ansonsten haben wir hier das ganz normale Menü zum Verlassen, für den Tiefschlaf, fürs Herunterfahren, Neustarten. Wir haben einige Einstellungen, dazu komme ich gleich nochmal. Wir wollen uns aber erstmal die Programmauswahl ein bisschen genauer anschauen. Wir haben hier unter Büro lieber wieder LibreOffice installiert. Und das kennen wir ja, das ist das altbekannte Programm. Und das kommt halt eben dann auch in der Fülle von allen Anwendungen, die wir so kennen, daher. Und leider mit dem englischen Sprachpaket aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr eine deutsche Installation macht, das Sprachpaket für die LibreOffice-Geschichten manuell euch selber herunterladen. Wenn ich auf Öffnen klicke, werden wir sehen, es gibt keine KDE- oder Plasma-Integration, sondern es werden die Dateidialoge von GTK verwendet. Also eine Integration, hätte ich hier eine bessere Integration mir gewünscht, dass zumindest vielleicht mal versucht werden, die KDE-Dialoge vielleicht zu laden. Ich weiß, die Unterstützung dafür ist noch nicht komplett final, aber sie ist zumindest besser als, es fühlt sich zumindest besser an, wenn wir uns zum Beispiel mal andere Programme anschauen, wie beispielsweise den neuen Standard-Editor, das ist Featherpad. Der sieht so aus und da können wir auch nochmal schauen, das ist ein auf Qt 5 basierendes Programm, also in Qt 5 geschrieben, genauso wie Leafpad im Grunde genommen, mit ein paar extra Funktionen, wie beispielsweise eine Suche, die standardmäßig eingeblendet wird und die Möglichkeit hat, hier Klein- und Großschreibung zu beachten und noch weitere Sachen einzustellen. Wenn wir hier auf Datei öffnen klicken, öffnet sich eben der Qt 5 Dialog, der wäre auch, glaube ich, schon besser geeignet für eine Integration, weil eben die Qt-Programme die Qt5-Dialoge zum Öffnen benutzen und die GTK-Dialoge dann halt eben anders wirken, anders funktionieren und auch andere Bookmarks hier links abgelegt haben teilweise, was zur Verwirrung führen könnte. Aber das ist jetzt schon auf einem sehr hohen Niveau gemeckert. Ich glaube, bei LX.de, wenn man da ein Qt-Programm nachinstalliert hat, hat es natürlich auch einen anderen Dialog verwendet. Also in Sachen Büroprogramme ist vielleicht auch spannend, dass man sich das E-Mail-Programm Trojita geschnappt hat und das dann halt benutzen möchte als Standard-E-Mail-Programm. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, weil ich das Programm selber eigentlich so noch nicht richtig getestet habe. Es erinnert mich so an die guten alten Zeiten von K-Mail. Und hier hat man halt eben die Möglichkeit, dann beispielsweise einen Test-Account anzulegen. Und jetzt mache ich mal irgendeinen meiner Wegwerf-E-Mail-Adressen da rein und könnte eine Signatur dem Ganzen auch noch geben. Ich habe also die Möglichkeit, hier mehrere Accounts anzulegen beziehungsweise mehrere Benutzerprofile anzulegen und denen jeweils IMAP
Verbindungen zuzuweisen, was eine sehr nette Geschichte ist. Das heißt, ich habe gehört von einigen, man kann nur einen IMAP-Account einrichten. Das stimmt nicht. Man muss einfach nur mehrere Identitäten hier unter Allgemein hinzufügen und dann kann ich zum Beispiel einfach mal sagen, ich packe meinen Google Mail-Account da auch noch rein, beispielsweise, und habe jetzt meinen Google Mail-Account, kann dann hier unter IMAP das Ganze einstellen, Verschlüsselung erzwingen, und ihr kennt ja hier die Geschichte, wie man das hier einrichtet und so weiter und so fort, und könnte das Ganze dann speichern und könnte das dann für meinen zweiten Account auch machen in der Theorie, oder? Kann ich das nicht? Lasst mich nicht lügen. Versuchen wir es nochmal. IMAP.web.de. Versuchen wir es tatsächlich hier mal mit dem Test-Account. Ich bin ja so frei und mache dann das Ganze auch, dass ihr dann hört und seht, dass das Ganze funktioniert. SMTP lassen wir mal weg und ich sage einfach mal speichern. Ah, ich muss SMTP auch eingeben. SMTP.de. So. Und lasst denn die Authentifizierung weg. Okay. Sagen wir mal ja. Okay, jetzt habe ich hier das Ganze laufen und kann dann hier meine E-Mails anschauen. Das ist jetzt mein Wegwerf-Account und dann seht ihr, habe ich jetzt hier verschlüsselte Nachricht, ein bisschen was Reklame von web.de selber und kann mir das dann hier anzeigen lassen. Habe natürlich die Vorschaumöglichkeit oder ich kann doppelt draufklicken, dann öffnet sich das Ganze auch in einem neuen Fensterchen. Und das Schöne ist, ich habe hier die Möglichkeit zu sagen, erstens werden die Bilder nicht direkt geladen. Ich habe aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nicht das HTML, sondern ich möchte den Klartext angezeigt bekommen und kriege dann eben den Klartext angezeigt. Also sehr einfaches User Interface. Seht ihr, ich habe jetzt, wenn ich das hier öffne, auch noch nicht mal die Möglichkeit zu antworten oder irgendwas. Das wird also hier gar nicht erst eingeblendet, solche Funktionen. Auch mit dem Rechtsklick funktioniert das nicht. Was ich aber natürlich machen kann, wenn ich antworten möchte, ist natürlich hier. Sicherlich kann ich dann hier als gelesen markieren, als Spam markieren die E-Mail und eine neue Nachricht schreiben, aber ich kann keine E-Mails beantworten, was so ein bisschen seltsam ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt an diesen E-Mails liegt, wo man nicht antworten soll. Also ein bisschen schade finde ich das Ganze schon. Ich kann natürlich hier auf die E-Mail draufklicken und dann öffnet sich ein neuer Dialog, wo ich dann diesem Provider oder dem, der mir was geschrieben hat, dann jetzt was zurückschreiben kann. Aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, hier E-Mail zu antworten. Also die Option gibt es hier anscheinend nicht. Und das ist auch so ein bisschen seltsam. Das heißt, dieses Trojita-Programm wirkt so ein bisschen, als sei es noch nicht ganz so fertig, würde ich mal behaupten. Wir können uns mal anschauen, was das Adressbuch sagt. Da haben wir also auch die Möglichkeit, Adressen hinzuzufügen, was natürlich eine schöne Geschichte ist. Aber es gibt keine Möglichkeit hier, so wie ich das sehe, zumindest Adressen zu importieren. Ah, hier gibt es die Möglichkeit zu antworten, wie ihr seht. Jetzt habe ich sie gefunden. Aber ihr seht so ein bisschen, ist das so ein bisschen seltsam und eher auf Tastaturbedienung ausgelegt. Wenn ich hier auf IMAP klicke, seht ihr, habe ich die Möglichkeit Antwort durch Raten, Steuerung R, privater Antwort, Steuerung Umschalt A, allen Antworten, Steuerung Alt Umschalt R und allen außer mir Antworten. Ich klicke das mal an und dann macht er das auch richtig. Also dann macht er auch hier den Quote rein. Also der zitiert im Grunde genommen die alte E-Mail und ich habe die Möglichkeit dann zu antworten. Aber es gibt keinen Button dafür, was so ein bisschen seltsam ist. Habe ich die Möglichkeit hier das Layout zu ändern? Breit. Das ändert das Ganze so. Und einzeln wäre dann so. Kompakt ist das hier. Also ich hätte mir noch die Möglichkeit gewünscht, dass man hier das mit dem Antworten, wie gesagt, das habe ich gerade erst entdeckt hier, dass man das unter IMAP machen kann. Muss also die Tastenkombinationen verwenden und dann kann man tatsächlich auch antworten. Das ist so ein bisschen, na, sagen wir mal, weniger einstiegsfreundlich. Ich habe hier noch weitere Möglichkeiten, Sachen einzublenden und so weiter und so fort. Also das Trojica-Programm wirkt ein bisschen was unfertig aus meiner Sicht. Und bei IMAPs, wie ihr seht, habe ich nur die Möglichkeit, einen IMAP-Account anzurichten. Ich habe hier mehrere Möglichkeiten, Nutzer anzulegen, aber ich kann halt tatsächlich nur den Namen, Organisation und Signatur einrichten. Sobald ich auf IMAP klicke, kriege ich nur die Möglichkeit, eben für einen Benutzer IMAP-Account
Account anzulegen. Und das ist schon ein bisschen schade, würde ich mal sagen. Und ja, das ist also keine adäquate Lösung, würde ich mal behaupten, für die Leute, die tatsächlich mehrere Postfächer, einmal Postfächer und so weiter dann betreiben wollen. Es ist also noch ein bisschen was zu minimalistisch. Deshalb, ja, gehen wir damit wieder raus. Kommen wir nochmal zurück zum Dateimanager. Ich habe ja PCManFM angesprochen in der Qt-Version. Was ändert sich? Im Grunde genommen hat sich nichts geändert. Wir haben immer noch die Möglichkeit, das Terminal zu öffnen mit Druck F4 oder hier über Werkzeuge. Das Terminal ist jetzt hier das Qt-Terminal, was eingesetzt wird. Ein sehr schlankes Terminal. Wollen wir mal einen Test machen? Funktioniert zum Beispiel. Machen wir eine LibreOffice-Datei. Und versuchen wir mal, das hier reinzudrängen. Seht ihr, Drag and Drop funktioniert. Das ist also auch eine nette Geschichte. Gerade wenn man mal, was weiß ich, irgendwas hier mit einer Datei machen möchte und man kennt den Pfad nicht und möchte nicht dann hier, ist das Reinziehen doch sicherlich schon eine einfachere Möglichkeit. Löschen von Dateien geht auch mit Steuerung Umschalt, mit Umschalt entfernen meine ich natürlich. Als Root öffnen, den Dateimanager als Root zu öffnen, das klappt auch, nachdem man das Passwort eingegeben hat. Und das sieht dann so aus. Und dann seht ihr, benutzt also das gleiche Theming. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, bei dem alten PCManFM gab es dann noch zumindest vom Theming her, Icon oder sowas, einen Hinweis darauf, dass wir jetzt Root-Nutzer sind. Das gibt es jetzt hier nicht so sehr. Das heißt, man muss, also man sieht den Unterschied zwischen den zwei Fenstern kaum. Das Einzige, was einem auffallen könnte, ist hier, dass unter Orte Root steht. Das wäre vielleicht noch, da könnte man es vielleicht noch ein bisschen was genauer und besser machen, damit es einem besser auffällt, damit man da als Root nicht so sehr arbeitet, gerade wenn man das einem so einfach ermöglicht. Lesezeichen hinzufügen kann man natürlich auch. Man hat hier verschiedene Möglichkeiten, sich den Schreibtisch beispielsweise anzuzeigen, Geräte anzuzeigen. Dort werden dann Geräte angezeigt, zum Beispiel hier. Da seht ihr auch, dass ich ein bisschen cheate und das Ganze in der virtuellen Maschine laufen lasse. Und da könnte ich theoretisch auch das Dateisystem mounten und andere Dateisysteme mounten, wenn ich welche hinzugefügt hätte. Es gibt noch keine vollständige deutsche Übersetzung, wie wir sehen. Da gibt es also auch noch Aufholbedarf, was das angeht, von PCManFM Qt. Ansonsten haben wir in den Einstellungen die üblichen Einstellungen, die man hier so finden kann, für die Symbolgröße, für die Benutzeroberfläche, für Vorschaubilder beispielsweise, das Einbinden von Datenträgern. Und ein paar erweiterte, wie beispielsweise, was ist der Standard-Terminal-Emulator und das Standard-Sudo-Programm. Hier in dem Fall wird elixqt-sudo verwendet. Und das Archivierungsprogramm kann man auch auswählen. Hier ist standardmäßig ARC mit dabei. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit hier, lassen wir mal zurückgehen, ihr habt hier die Möglichkeit, beispielsweise, wenn ich eine neue leere Datei erstellt habe, diese zu komprimieren. Und wenn ich das auswähle, öffnet sich der ARC-Komprimierungs-Dialog und ich habe die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte das als Testdatei gesippt haben, als Target-Set und dann habe ich hier ein Archiv. Wenn ich doppelt draufklicke, öffnet sich ARC, also ARC, das Programm, das man auch von KDE her kennt, in der Version 18.04.3, glaube ich, müsste es sein. 18.04.3 klingt irgendwie falsch, 18.04. Auf jeden Fall ist dann die Version. Ja, das also auch schon integriert. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, entpacken nach oder hier entpacken auszuwählen. Also die Integration funktioniert hier auch ziemlich gut, was das angeht. Schließen wir mal und schauen wir uns an, was es da sonst noch so gibt. Unter den Büroprogrammen gibt es noch QPDF-View als PDF-Viewer. Ist ein einfaches PDF-Programm zum Anzeigen von PDFs. Ich weiß gar nicht, ob es auch PDFs anzeigen kann mit Formularen. Ich schätze mal nicht, dass Formulare vernünftig ausgeführt werden können oder dass ihr dann Annotationen oder was machen könnt. Anmerkungen kann man hinzufügen, wie wir hier sehen. Und das Ganze lässt sich dann eventuell sogar auch speichern. Also QPDF auch ein schnelles Programm und wie es aussieht, auch ein bisschen was mächtiger, als ich mir gedacht habe. Ja gut, wir können ein Bildschirmfoto aufnehmen. Das ist vielleicht auch interessant. Kann mir auswählen, ob ich ein gesamtes Foto haben möchte vom Bildschirm, nur das aktuelle Fenster. Oder, und da sehen wir hier auch die deutsche Übersetzung, ist nicht ganz komplett. Capture an Error of the Screen. Also ich habe die Möglichkeit auch auszuwählen, was ich vom Bildschirm fotografiert haben möchte. Ich mache einfach mal einen Screenshot, dann öffnet sich das Ganze direkt im Bildbetrachter. Und das ist der Bildbetrachter LX Image. Einfacher, schneller Bildbetrachter, der auf das Nötigste reduziert ist. Also hat einige Funktionen, wie beispielsweise das Drehen von Bildern, das Hinauszoomen, das Reinzoomen oder eben das Anpassen des Bildes auf die Fenstergröße. Haben wir so ein bisschen Inception jetzt.
Es gibt die Möglichkeit, eine Slideshow, eine Diashow zu starten. Falls ihr euch in einem Ordner mit mehreren Bildern befindet, könnt ihr hier das Ganze dann machen. Das Drehen des Bildes ist natürlich auch möglich. Und natürlich habt ihr die Möglichkeit, das Bild in eine Zwischenablage zu kopieren, in eine Zwischenablage einzufügen und das Bild natürlich auch zu speichern, speichern unter. Und dann habe ich dann die Möglichkeit, viele verschiedene Datentypen anzugeben, die das Programm eben unterstützt. Das Ganze kann auch Bildschirmfotos selber erstellen. Das ruft dann diesen Dialog auf. Das heißt, LX Image ist auch für das Bildschirmfoto zuständig. Ja, was kann man sonst noch so sagen? Eigenschaften kann man sich von den Bildern natürlich auch anzeigen lassen in der Theorie. Das funktioniert jetzt hier nicht. Und man kann natürlich Sachen auch drucken. Dazu muss man natürlich einen Drucker eingerichtet haben. In dem Fall kann ich jetzt nur als PDF das Ganze drucken, weil ich keinen Drucker eingerichtet habe. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, auch hier Miniaturen anzeigen zu lassen. Das würde dann im Grunde genommen, wenn ich an einem Ordner mit mehreren Bildern bin, mir auch hier verschiedene Bilder anzeigen, was sicherlich auch eine schöne Geschichte ist. Ja, Vollbild kann ich mit F11 aufrufen, dann sehe ich das Ganze nochmal im Vollbild, da seht ihr jetzt keinen großen Unterschied. So, das also der Bildviewer, der funktioniert auch ziemlich gut. Es gibt natürlich LibreOffice Draw noch und für Leute, die was scannen wollen, gibt es ScanLight. Das Programm sucht standardmäßig nach Scannern, wird jetzt hier keinen finden und hat dann die Möglichkeit, Sachen einzuscannen. Das benutze ich auch unter KDE Plasma, deshalb ist das, glaube ich, kein schlechtes Tool. Als Standardbrowser wird der Firefox Webbrowser ausgeliefert. Auch eine spannende Sache, weil die Qt-Integration oder KDE oder Plasma-Integration da nicht so ordentlich ist, was das angeht. Das macht der Chromium-Browser besser und ich bin mir relativ sicher, dass LXDE, beziehungsweise nicht LXDE, sondern Lubuntu damals auch sogar den Chromium als Webbrowser standardmäßig dabei hatte. Der Firefox braucht ein bisschen was weniger Arbeitsspeicher. Ihr seht, er benutzt die GTK-Dialoge hier. Das Theming ist angepasst, passt. Es ist nicht irgendwie ein Add-on installiert oder so, das kannst du mal schauen. Add-ons, die da installiert werden, werden wahrscheinlich die Ubuntu-Add-ons sein. Und noch nicht mal die sind installiert. Das heißt, ihr habt dann nur hier verschiedene Themings zur Auswahl und den OpenH264-Codec für das Abspielen von YouTube-Videos. Das heißt, YouTube-Videos sollten ohne Probleme dann auch funktionieren. Das können wir hier gleich mal testen. Und ich rufe mal kurz einer meiner Podcast-Geschichten auf, zum Beispiel zu Haiku. Und der Browser lädt nicht. Da ist es. Und dann kann ich mir jetzt zum Beispiel hier eine alte Folge anschauen, zu Haiku Alpha 3 noch. Und es klappt ohne Probleme. Das Ganze lädt mit Ton auch und ich kann es auch in Vollbild schalten. Und dann kann ich das Ganze im Vollbild sehen, auch in 720p, was ich damals nur hatte. Und das geht also auch ohne Probleme. Das also, das Anschauen und Webbrowsen, das ist alles kein Problem mittels Lubuntu 18.10. Ein BitTorrent-Client wird ausgeliefert, Q-Transmission. Der ermöglicht einem halt eben ziemlich einfach zum Beispiel auch eine entfernte Sitzung zu starten, was ich eine nette Funktion finde, weil das ermöglicht einem zum Beispiel auf eurem Router oder falls ihr einen Server oder sowas habt, eine Transmission-Version dort laufen habt, dort einfach hin zu connecten und von dort aus eben und hier einfach die Verwaltung durchführen zu können. Das ist sicherlich auch eine nette Geschichte. Und ja, da kann ich einfach sagen, okay, öffnen. Ihr seht, hier wird wieder der Qt-Dialog verwendet. Dann kann ich hier einfach Qt, die Torrent-Dateien runterladen von neuen Linux-Distributionen beispielsweise. Quassel wird als IRC-Anwendung ausgeliefert. Das ermöglicht einem halt im IRC zu chatten und ich kann dann hier zum Beispiel mich zum IRC hinzufügen und standardmäßig ist Lubuntu sogar drin und ich kann mich dann zu den Leuten verbinden und bin jetzt im IRC-Channel von Lubuntu. Das klappt auch alles wunderbar. Ist auch eine KDE Plasma-App. Und Version 0.12.5 funktioniert relativ gut und schnell und ja, was kann man dazu sagen, ist eine super, super, duper App. Klicken wir mal auf Beenden, gehen wir mal weiter und schauen uns an. Trottita habe ich schon gesagt, Spiele, dort gibt es nur ein Spiel, das ist 2048 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Egal, machen wir mal weiter.
im Programm. Systemprogramme, Blue Devil wird mitgeliefert, also für Bluetooth habt ihr die Möglichkeit, ganz einfach natürlich dann Verbindungen hinzuzufügen. Dazu gibt es den Assistenten und für den Dateiversand gibt es sogar den Dateiversandsassistenten, der ermöglicht euch dann eben Dateien hochzuladen oder auch zu empfangen. Das funktioniert natürlich auch. Spannend an Lubuntu 18.10 ist, dass Discover ausgeliefert wird als Programmverwaltung, also das ja eigentlich von Plasma her bekannte Programm zum Installieren von Anwendungen. Das wird eben standardmäßig ausgeliefert und man kann es natürlich dann auch zum Installieren von Aktualisierungen benutzen, wie hier zum Beispiel. Und da könnte ich jetzt einfach sagen, okay, ich möchte diese Aktualisierungen herunterladen und installieren, dann es geht also mit einem Klick. Das ist also auch eine spannende Geschichte, dass sich jetzt eben der Plasma Desktop und jetzt zumindest Ubuntu in der LXQt-Variante dafür entschieden haben, hier zum Beispiel dann auf Discover als Paketmanagement-System dann zu setzen. Ich kann hier dann einfach das Ganze bestätigen. Ihr seht hier auch, Policy Kit funktioniert und jetzt werden die Aktualisierungen heruntergeladen und das ganze System einfach aktualisiert. Schnell und einfach. Sehr schöne Geschichte. FCTX, das ist eine Eingabemethode, wenn ihr also verschiedene Zeichen eingeben müsst, kyrillisch, chinesisch, japanisch, koreanisch, dann gibt es halt hier die Möglichkeit, mittels dieses Tools das durchzuführen. Sehr schön finde ich, dass Hardtop vorinstalliert kommt. Dann können wir uns mal die Ressourcennutzung anschauen. Ihr seht hier, die ist ziemlich gering, obwohl ich jetzt hier schon einige Programme ausgeführt habe, die wahrscheinlich so ein bisschen den Speicher auffressen und natürlich im Hintergrund auch noch was läuft. Haben wir hier so knapp ja, 500 Megabyte Speichernutzung. Ihr seht, die CPU, die eine, die hier in der virtuellen Maschine nur zur Verfügung steht, ist auf Volllast. Aber sehr schön, dass hier auch Hardtop ausgeliefert wird als Programm. K3B wird ausgeliefert, finde ich eine spannende Geschichte, dass sie das doch noch reingepackt haben. Aber glaube ich, auf älteren Rechnern macht es vielleicht noch Sinn. Das ist ja auch so die Zielgruppe von Lubuntu, dass man dort vielleicht auch noch einen Brenner drin hat und den dann vernünftig benutzen möchte. Als Paketverwaltung wird Muon ausgeliefert, davon habe ich lange nichts mehr gehört, aber es ist eine gute Wahl, wird auch bei Neptun ausgeliefert standardmäßig. Es ist ein Qt KDE-basierendes Paketverwaltungstool, hat auch eine eigene Aktualisierungsverwaltung, wenn man das möchte, und versucht so ein bisschen Synaptic nachzuahmen, hat dann hier halt die verschiedenen Kategorien. Wir können uns die Stati anschauen von den verschiedenen Programmen, die installiert sind, die aktualisierbar sind und so weiter und so fort. Könntest das Ganze nach Quellen sortieren lassen? Hier natürlich nur die Ubuntu-Quellen mit drin. Also, das ist eine sehr schöne Geschichte. Und wir können zum Beispiel nach Software suchen, wie VLC, finden dann VLC, sehen, dass das installiert ist, können uns die Abhängigkeiten anschauen, die Schriften dazu, Beschreibung dazu anschauen und installierten Dateien und so weiter und so fort. Und auch verschiedene Versionen, falls welche vorhanden sind. Also, das auch eine gute Paketverwaltung, gute Wahl getroffen, sehr schön gemacht. Qt-Terminal. Da haben wir hier einmal das normale Qt-Terminal. Wir haben aber auch noch, und das finde ich sehr schön, als Alternative für den einen und anderen, der Jquake vielleicht vermisst unter KDE Plasma, hier gibt es Qt-Terminal herabhängend und das ist dann sowas hier. Und ja, das ist, ich weiß gar nicht, funktioniert das? Genau, mit F12 könnt ihr genauso wie bei Jquake dann einfach dieses herabhängende Terminal aufrufen. Ist einfach nur ein Qt-Terminal in einer speziellen wahrscheinlich Konfiguration gemacht, dass es sich ähnlich wie Jquake dann verhält, obwohl es halt wahrscheinlich ein bisschen was weniger Ressourcen benutzt und auch nicht so ganz so hübsch aussieht, was die Animation des Erscheinungsbildes angeht. Das also die Systemwerkzeuge, Startup Disk Creator ist noch mit dabei und es gibt QPS als Qt Process Manager. Also wer nicht Hardtop einsetzen möchte, kann ja auch noch eine grafische Sache benutzen. Das sieht dann so aus, ist ein bisschen was futuristischer aufgebaut und vielleicht sollten wir das linear anzeigen, dann ist es vielleicht besser als mit Tree, das sieht so ein bisschen seltsam aus. Also ein bisschen was futuristischer aufgebaut, vielleicht nicht ganz so einfach gedacht oder gehalten, und es zeigt aber zumindest alle Prozesse an und wir können die natürlich auch nach CPU-Status zum Beispiel sortieren und sehen dann hier, welcher Prozess dann jetzt gerade am meisten verbraucht, QPS selber. Ja, das also zu den Systemwerkzeugen, Unterhaltungsmedien, dort gibt es wie gesagt den VLC Media Player, es gibt Pulse Audio Volume Control, wo man die Möglichkeit haben, also den Ton noch einzustellen und einzurichten. Und es gibt natürlich auch um K3B nochmal. In Sachen Zubehör gibt es ARC, habe ich euch gezeigt, Featherpad, ein einfacher Texteditor, K-Calc wird ausgeliefert als Taschenrechner, PCMFM, Clipper läuft standardmäßig auch, oder wie heißt es, Clipper, also Zwischenablage. Ist natürlich eine Hommage auch an Clipper, dem Programm unter KDE Plasma.
QtPass ist ein interessantes Programm, das ermöglicht euch, Passwörter bzw. GPG-Keys und so weiter zu erstellen für euer E-Mail-Programm beispielsweise. Und dann gibt es hier verschiedene Programme, verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Also es ist eine Passwortverwaltung im Grunde genommen. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Sehr schön gemacht auch. Vim wird ausgeliefert, auch in einer Konsolenversion in dem Fall, in der es startet. Und wenn ich schließe, schließt sich auch die Konsole. Compton wird ausgeliefert, also für die Leute, die einen 3D-Desktop haben wollen. Wenn ich jetzt hier angeklickt habe, müssten wir eventuell, wenn man Featherpad aufruft, sehen wir was an Schattierungen und so weiter und so fort oder an Effekten. Also Compton wird auch ausgeliefert, ist als Compositor mit dabei, den kann man auch konfigurieren, da kommen wir gleich nochmal in den Einstellungen zu. Ansonsten gibt es hier noch das FCTX KimPanel Config Tool, das eben, wie wir sehen können, für eben diese Schriftzeichen zuständig ist. Und dann gibt es noch Noble Note, das ist einfach ein Notizzettelprogramm. Und das ist ein Programm, ein bisschen seltsam aus, es sieht aus, als ob es ein Windows-Programm wäre. Zumindest von der Oberfläche her, seht ihr, hat das so ein komisches Theming. Aber wenn wir uns das mal anschauen, ist es auf Qt 4.8.6 basierend und nicht Qt 5. Vielleicht das so ein Problem, dass hier eben Qt 4 basierende Anwendungen noch mit so einem Windows-Theming dargestellt werden, anstatt eben das modernere Theming zu verwenden. Schade eigentlich. Vielleicht hätte man auch was anderes reinpacken können. Einstellungen. Da gibt es die LXQt-Einstellungen. Ihr seht, ich kann die direkt aufrufen hier, wenn ich möchte. Hier sind die ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe natürlich die Möglichkeit, hier auch noch die Einstellungen für Screensaver, für Drucker, für iBus, für FCTX einzustellen. Alternativen Einrichtungseditor habe ich hier auch. Das heißt, das Alternativensystem von Debian bzw. Ubuntu kann hier konfiguriert werden. Zum Beispiel könnte ich hier einfach meinen Mauscursor ändern. Ihr seht, hier ist jetzt der Breeze-Cursor eingestellt und ich könnte jetzt sagen, ich möchte den Breeze-Snow-Cursor oder den Adviter-Cursor standardmäßig haben und kann so das Alternativensystem bearbeiten. Gehen wir mal in das Konfigurationszentrum. Das sieht ziemlich nice aus. Dort gibt es halt die Möglichkeiten, LXQt zu konfigurieren. Die Bildschirmeinstellungen lassen sich dort einstellen. Dazu zählen halt eben Monitore, wenn ich mehrere habe, einzurichten und die Drehung einzurichten und so weiter und so fort. Lässt sich natürlich auch speichern, die Konfiguration. Und es gibt noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, gespeicherte Einstellungen wieder aufrufen zu können, falls ihr beispielsweise immer an eurer Dockingstation die und die Einstellung haben wollt mit dem und den Monitoren, dann lässt sich das hier ziemlich einfach konfigurieren. Das gleiche gilt ja auch noch für Brightness Control, falls ihr einen Laptop habt, könnt ihr einrichten. Dateizuordnung und Energieverwaltung ist mit dabei, ein Tool, was einem erlaubt, das auch standardmäßig hier unten läuft, einem erlaubt dann den Batterieakkuzustand zu zeigen. Und es lässt sich konfigurieren, was passiert, wenn der Deckel zugeklappt wird bei einem Laptop, macht das enorm viel Sinn. Oder wenn ich das Gerät einfach länger im Leerlauf habe, lässt sich hier auch alles einstellen. Da es kein Laptop ist hier, ist natürlich dann das Ganze erst einmal ausgegraut. Das Erscheinungsbild lässt sich einrichten, das ist auch ziemlich gut gemacht. Da habe ich also die Möglichkeit, nicht nur das Qt-Styling einzusetzen bzw. zu konfigurieren auf Breeze, sondern auch das GTK-Theme zu setzen für GTK 2 und 3. Und auch die Werkzeugleisten-Stil einzurichten, wie ich das haben möchte. Und ich kann sogar auch einfachen Klick für das Aktivieren von Elementen verwenden, was also mehr so für mich auf der kommen von der Plasma-Welt eher gefallen würde. Das Symboldesign lässt sich einrichten, hier auch wunderbar mit Vorschaubildern für die Symbole, wie die dann so aussehen. Das LXQt-Design lässt sich einrichten, hier haben wir jetzt Ubuntu Arc gerade ausgewählt, wir können aber auch andere auswählen, wie beispielsweise Light. Wechselt das automatisch, wie wir sehen, dann wird hier das Light-Theme ausgewählt, ein helleres Theme. Oder wir können mal zu dem Ambience wechseln, das ist dann so ein Ubuntu Ambience Unity Theme mäßig. Das sieht auch sehr nett aus. Das lässt sich also hier frei konfigurieren, wie man gerade lustig ist. Die Schriftarten lassen sich natürlich auch einstellen. Dazu zählt eben auch das Kantenglätten, das sich hier einrichten lässt. Falls ihr High-DPI-Bildschirme habt, müsst ihr wahrscheinlich mit der DPI-Zahl hier rumspielen. Also eine generelle Skalierung habe ich bisher noch nicht gefunden. Und natürlich den Mauszeiger lässt sich auch nochmal konfigurieren. Fenstereffekte, da kommen wir dann zum Compton, den habe ich ja gerade aktiviert. Dann kann ich zum Beispiel auswählen, was ich haben möchte in Sachen Deckkraft, was ich haben möchte in Blendeffekte und so weiter und so fort und ob OpenGL oder der X-Render verwendet werden soll als Rendering Backend. Und ihr seht, hier habe ich also auch die Möglichkeit, den Schatten einzustellen und so weiter und so fort. Also auch eine nette Geschichte.
Ich kann den Fenstermanager Openbox nochmal einrichten. Zum Beispiel habe ich hier die Fensterdekoration, die ich wechseln kann, wenn ich Ubuntu Arc nicht haben möchte, sondern was anderes. Wählen wir mal Nightmare aus, dann sehen wir, das sieht dann so aus. Und es gibt das Ganze noch in verschiedenen Farben. Onyx kann ich auswählen, Onyx Citrus, Orange, Syscrash, Clearlux in den verschiedenen Versionen. Sieht zum Beispiel auch ziemlich klassisch aus. Ich kann natürlich auch Breeze auswählen. Und viele verschiedene andere Looks lassen sich hier ganz einfach auswählen. Also auch eine schöne Geschichte. Also ich kann auch den Fenstermanager hier einrichten, wie ich denn gerade so lustig bin und was ich alles haben möchte. Das macht also auch keinerlei Probleme. Kurzbefehle-Konfiguration gibt es auch noch. Es gibt ein paar Kurzbefehle, die ich einrichten kann. Alt+F2 beispielsweise würde den Runner-Dialog hervorrufen und der sieht dann so aus. Und wenn ich zum Beispiel VLC starten möchte, ihr seht, das ähnelt so ein bisschen an K-Runner. Es hat allerdings keine erweiterte Suchalgorithmen, wie beispielsweise, dass ich jetzt Dateien suchen kann, Mediendateien oder in E-Mails was suchen kann und so weiter und so fort. Sonst einfach nur ein einfacher Programmstarter, der oben angebracht ist. Ich bin mal gespannt, kann er eigentlich auch so Sachen wie 2 plus 2 gleich? Genau, das kann er auch. Also so ein paar Funktionen hat er auch noch drin, wie beispielsweise so ein Taschenrechner. Aber wenn ich nach Dateien suche, der findet er nicht. Das funktioniert also nicht. Hier sehen wir den Aktionsmanager für die globalen Aktionen, die man ausführen kann. Das lässt sich alles konfigurieren, wie man dann gerade lustig ist. Und ja, auch eine tolle Geschichte. Mitteilungen, da gibt es auch die Möglichkeit, die zu konfigurieren, frei auf dem Bildschirm zu verteilen. Standardmäßig werden sie oben rechts angezeigt und es gibt erweiterte Einstellungen, wie beispielsweise die Breite, der Abstand und die Standarddauer der Anzeige. Regionaleinstellungen gibt es auch. Also ich habe die Möglichkeit, meine Region zu verändern und je nachdem, was für eine Region ich habe, werden natürlich auch hier Zahlen, Zeit, Währung und Maßeinheit automatisch eingestellt. Ich kann das sogar unabhängig von der Region einrichten. Der Schreibtisch lässt sich auch konfigurieren. Hier habe ich die Möglichkeit, natürlich dann verschiedene Wallpaper auszuwählen. Und falls ich, wenn ich welche hätte unter Bilder, hätte ich die einfach wechseln können. Ansonsten können wir ja in diesem Pfad nochmal nachschauen, was es denn für Wallpaper gibt. Und dann haben wir hier ein paar verschiedene Wallpaper. Ich glaube, das sind alles die gleichen Wallpaper. Hier, das hat dann. Das ist die High-DPI-Variante wahrscheinlich des gleichen Wallpapers. Wir haben das als PNG und als JPEG. Wir hören mal dieses aus und gucken. Und ihr seht, das ist das gleiche Wallpaper. Also wir haben keine große Wallpaper-Auswahl. In der Sitzungskonfiguration habe ich die Möglichkeit, die Autostart-Einstellungen vorzunehmen und die Module, die LXQt laden soll beim Starten, dann hier einzurichten. Die Standardanwendung kann ich einrichten für Terminal-Emulator und den Webbrowser. E-Mail-Programm seht ihr hier momentan noch nicht. Ich hoffe, dass sich da was tun wird. Nutzerverzeichnisse lassen sich hier einrichten, die können auch geändert werden. Und natürlich der Autostart selber nochmal konfiguriert werden für verschiedene Programme. Ihr seht hier, wird zum Beispiel NMTray geladen. Das ist das Programm, was für die Netzwerkverwaltung zuständig ist. Und man sieht es in diesem Theming ein bisschen schlecht, wo ist es? Da ist es. Das ermöglicht einem dann auch WLAN-Netzwerke zu verbinden. Ich habe die Frage bekommen, ob das WLAN mit dem WLAN-Netzwerk auch funktioniert und kann sagen, ich habe es getestet auf mehreren Laptops, es hat ohne Probleme funktioniert, meine WLAN-Verbindung gefunden und auch nach dem Aufwachen wieder hergestellt automatisch. Das heißt, dieses Tool funktioniert doch relativ gut und ist halt ein Qt-basierendes Network-Management-Plugin. Ja, ein paar weitere Programme werden hier noch gestartet. Umgebungsvariablen lassen sich hier auch festsetzen, falls das notwendig ist. Ja, ansonsten Tastatur und Maus lässt sich natürlich und Touchpad lässt sich natürlich auch einrichten, wie wir sehen. Und der Cursor noch einmal und die Tastatur. Und auch die Tastaturbelegung lässt sich hier einrichten. Also wenn ich weitere Tastaturbelegungen haben möchte, habe ich hier die Möglichkeit, die ganz einfach einzurichten. Das funktioniert auch. Es gibt sogar Hinweise hier. Beispielsweise, wenn man iBus oder FCTX benutzt. Dann die restlichen Systemeinstellungen, Benutzer und Gruppen lassen sich konfigurieren. Das ist auch eine schöne Gruppen- und Benutzerverwaltung, wie ich finde. Und ja, auch keinerlei Probleme. Da mit alternativen Einrichtungseditor habe ich euch schon gezeigt. Datum und Uhrzeit lässt sich einrichten und dort können wir zum Beispiel sagen, dass wir per Netzwerk das Ganze synchronisiert lassen haben wollen und wir können die Zeitzone festlegen. Drucker-Dialog, das ist der Standard-Gnome-Drucker-Dialog, der einem ermöglicht, hier einfach auch
System Config Printer einen Drucker hinzuzufügen. Standardmäßig werden, glaube ich, die Drucker auch automatisch erkannt. So, jetzt sind wir durch die Einstellungen auch durchgegangen. Das System-Update ist auch aktualisiert worden, das ganze System. Und jetzt habe ich im Grunde genommen alles gelabert, was es zu labern gibt, zu Ubuntu 18.10. Ich bin ziemlich erstaunt von dem System. Es ist ein ziemlich stabiles System, ein ziemlich flottes System, ein ziemlich gutes System, das anders als noch beim Vorgänger, wo es die LXQt-Variante so zum Ausprobieren gab und noch viele Bugs beinhaltete, ist jetzt diese Version tatsächlich richtig gut geworden. Und auch so ja, Kleinigkeiten wie hier den Mixer zum Beispiel einzurichten, das Ganze zu konfigurieren, die ganze Geschichte hier auf umzustellen von Pulse Audio auf ALSA beispielsweise, was bei älteren Geräten vielleicht interessant wäre, lässt sich hier durchführen. Mit der mittleren Maustaste kann ich muten, das ist also alles wunderbar konfiguriert. Ich kann den Mischer starten, also hier die Pavo Control Qt, das ist also auch eine Qt-Anwendung. Und es gibt eine Möglichkeit bei Laufwerken hier die einzubinden bzw. auszubinden, also ähnlich wie bei Plasma. Ist das mit dabei, Clipper ist mit dabei, wenn ich was kopieren möchte. Kalender ist natürlich auch mit dabei. Das klappt also auch alles. Und hier wird mir sogar die Zeitzone angezeigt, wenn ich dann möchte. Wunderbar gemacht. Ein sehr stabiles System. Guter Nachfolger für das LXDE-basierende Lubuntu. Muss man jetzt komplett umsteigen auf diese Version? Ich würde nein sagen. Wenn ihr auf 18.04 noch seid, dann habt ihr die LXDE-Variante noch. Die wird ziemlich lang supported. Und ihr könnt damit rechnen, dass eventuell dann die nächste LTS-Version von Lubuntu dann auch, oder die nächste Version, die auch zufälligerweise LTS Ubuntu heißt, dann in der Lubuntu-Version dann auf einem noch besseren LXQt Desktop basieren wird und dann vielleicht noch ein paar Zusatzfeatures mitbringen wird, die jetzt noch nicht mit drin sind. Aber man kann jetzt schon sagen, die Qt-Variante, wenn man sich mit den Qt-Anwendungen zurechtfindet, einzig alleine vielleicht der E-Mail-Client, da wäre vielleicht das, was sie vorher ausgeliefert haben, ich glaube, es war Sylphid, doch die bessere Variante, auch wenn es GTK-basierend ist. Ansonsten ist die Programmauswahl ziemlich gut. Das Programm, das System läuft schnell und gut. Und ich habe eigentlich nichts zu meckern und kann einfach nur sagen, Daumen nach oben. Das ist eine wirklich richtig gute Version von Lubuntu geworden. Der Umstieg von GTK auf Qt ist wirklich gut gelungen. Der Umstieg von LXDE auf LXQt ist wirklich gut gelungen. Top gemacht, Lubuntu-Leute. Und ich kann das allen nur empfehlen, die eine minimalistische Linux-Desktop-Umgebung haben wollen, vielleicht auch für etwas ältere Maschinen. Ja, das war's für meinen kleinen Rundumschlag zu Lubuntu 18.10 mit dem LXQt-Desktop und ja, bis zur nächsten Folge.